So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Fakten von mir, dem Teffel. Das nächste Faktenvideo mache ich wieder aufgrund eines Zuschauerwunsches, nämlich von Lukas J., der sich Glumanda gewünscht hat. Und nun fange ich direkt mit den neuen Fakten zu Glumanda an. Fakt 1. Glumanda ist ein Pokémon des Typ Feuers und existiert seit der ersten Generation. Fakt 2. Glumandas erster Fernsehauftritt ist in der Folge Ein Pokémon in Nöten, welches die 11. Folge des Animes ist. Kommen wir zu Fakt Nummer 3. Glumanda ist 60 cm groß und wiegt 8,5 kg. Fakt 4. Glumandas Name setzt sich aus den Worten Glut und Salamander zusammen. Fakt 5. Der Lebensraum von Glumanda sind heiße Gebirgsregionen, meist in der Nähe von Vulkanen. Fakt 6. Jedoch befinden sich viele Glumandas, da es Starter-Pokémon sind, in Besitz von Pokémon-Trainern und werden sogar zu diesem Zweck aufgezogen. Fakt 7. Der Pokédex-Eintrag im Anime zu Glumanda lautet: Charakteristisch für dieses Pokémon ist sein langer Schwanz, an dessen Ende eine Flamme lodert. Man sagt, Glumandas Kräfte schwinden, wenn die Flamme jemals erlischt. Fakt Nummer 8. Jetzt ratet mal, wie viele Zähne Glumanda hat. Genau, 4 Stück. Fakt Nummer 9. Es gibt mehrere Trainer im Anime, die ein Glumanda besitzen. Der bekannteste ist Ash Ketchum aus Alabastia, der es vor Damien gerettet hat, der es ausgesetzt hatte, da ihm sein Glumanda zu schwach war. Und das waren sie auch schon, meine neuen Fakten zu Glumanda. Leider ist es dieses Mal ein recht kurzes Video, aber ich konnte leider nicht mehr herausfinden, was jetzt noch relevant sein würde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und nun wünsche ich euch noch einen angenehmen restlichen Freitag und hoffe, ihr startet gut ins Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ich die 10 Fakten zu einem neuen Pokémon mache. Bis dann und ciao, euer Teffel.